Servusle, willkommen zurück bei Lego Worlds. Schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Voucher. In der Vorschau seht ihr schon, heute sind wir auf Vouchkadras. Heute machen wir eine Änderung an den Gefängniszellen. Da habe ich mir endlich mal die Zeit genommen. Die waren ja noch nicht ganz dicht. Dann hopfen wir rüber innerhalb derselben Welt zum Tower. Der muss höher, Leute. Der kann nicht so klein bleiben. Und am Ende schauen wir noch im Headquarter vorbei und machen da noch ein paar Handstriche, ne? Das steht heute auf dem Plan. Baurunde auf Vouchkadras. Viel Spaß damit. Heute kommt er gleich, Leute, heute kommt er gleich. Servusle. Wir legen gleich los. Ich bin mal wieder auf der Eiswelt. Vouchkadras wartet heute auf uns. Kleine Baurunde. Wir müssen ja gucken, dass wir nach und nach die ganzen Sachen in Ordnung kriegen. Was hast du mir gegeben? Ein Zaubertrank. So, pass auf. Baustelle pur. Ich sag nur Baustelle pur. Wir werden jetzt ganz kurz die Zellen inspizieren. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ah, nicht runterfliegen. Dann gehen wir rüber. Ich möchte den Turm höher haben und wir brauchen den Rand vom Turm. Den haben wir noch nicht gemacht und ihr seht schon hier, das bleibt natürlich nicht. Das brauche ich, um tatsächlich hier die nächste Ebene reinzuziehen. Das machen wir dann, wenn wir noch Zeit haben, ne? Jetzt fangen wir mal mit einem an. Vouchkadras, gutes altes Gefängnis. Hier bin ich saugern. Habe ich aber gestern auch schon gesagt, glaube ich, gell? So, passt auf, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Also hier wieder in Rot zu sehen. Ich habe mal jetzt im Vergleich zu da drüben die ganzen Dinger rausgenommen, die in irgendeiner Form eine Kante offen lassen. Hier, Entschuldigung, seitlich haben wir zugemacht. Hinten habe ich natürlich das Glas erstmal gelassen, allerdings auch hier zugemauert, ne? Wir spawnen uns jetzt hier mal wieder einen Gefangenen rein. Ich würde sagen, ein Pärchen. Und schauen mal, ob es jetzt funktioniert, ne? Ich möchte es also nicht einfach aufgeben, weil es jetzt vielleicht beim ersten Mal nicht geklappt hat. Das wäre schon cool, wenn wir dann tatsächlich mal eine Zellenform haben, mit der wir leben können, wo die Gefangenen auch bleiben, ne? Weil in der Canyon-Welt, die sind ja drin geblieben, da die Kleopatra-Tänzerin. So, wir suchen uns erstmal ein zahmes Pärchen. Müssen ja nicht gleich die wildesten sein, die es gibt. Mit den Höhlenbewohnern fangen wir an. Die sind so mittel. Bisschen wild, bisschen nicht wild. So, Pärchen ist drin. Pärchen, wie sich's anhört, als ob ich Menschen züchte. Okay, weiter geht's. Machen wir das Ding hier zu. Sechser Platte war es, glaube ich, ne? Okay. So, das Teil ist zu. Wir können es ja mal ein bisschen necken kurz. Ich möchte auch nicht hier so lange Zeit verbringen. Ich will lieber zum Turm. So, komm. Sie hat auf jeden Fall schon mal Fährte aufgenommen. Siehst du? Wir können mal näher hin, dann seht ihr es auch besser. Dann seht ihr es besser, gell? So. Die zwei neu reingespawnt. Diesmal dürften sie eigentlich nirgends rumglitschen. Es sei denn, ich habe was vergessen. Alles klar. Den Versuch machen wir auf jeden Fall. Trollmäßig, den habe ich unten rausgeholt. Habe ihn mal wieder reingespawnt. Vielleicht erwische ich mal irgendwann den Moment, wenn er rauszieht, ne? Hier sieht es schon mal so aus, als ob er rauszieht. Alles klar, machen wir jetzt aber auch nicht länger rum. Wir kommen. Guck mal hier, ne? Guck mal hier. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Ich habe jetzt hier eine Stunde lang vorbereitet ungefähr. Der kommt da ums Eck auf einmal, ne? Okay, komm, jetzt ziehen schnell das Jetpack auf. Dann sind wir ein bisschen schneller drüben. Schawupp. Alterle, zieh rüber. Zieh rüber, kleiner Alterle. So, das sind wir. Ich habe schon ein ganz kleines wenig den Rand gemacht. Allerdings möchte ich als allererstes den Turm erhöhen. Jetzt ist die Frage, wie geht man das am geschicktesten an, ohne dass ich jetzt hier alles versau. Wie hoch wollen wir den denn überhaupt? Ich würde fast sagen, wir machen den doppelt so hoch, wie er ist, ne? Jetpack, pack mal weg. Pack's weg. Manchmal Spur da nicht. Alles klar, wir machen es doppelt so hoch. Das wäre natürlich die Idee. Gehen wir gleich direkt rein, kopieren wieder. Wir müssen ja irgendwie gucken. Halt, ich habe mein Hilfsklötzle. Guck mal, gerade eben habe ich es euch oben gezeigt, ne, dass er da war. Der macht es absichtlich. Deswegen habe ich auch so viel Zaubertränke und so. Ich lass ihn jetzt. Man darf sich da nicht beirren lassen, weißt du? So, schauen wir mal, wie viel Turm wir kopieren. Naja, ist ja super. Das ist ja super. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen die Geschichte hier. Alles klar. Jetzt pass auf, wie machen wir das am geschicktesten? Ich setze das erstmal hier hin. Perfekt. Jetzt brauchen wir den Kollege hier. Brauche ich da auch wieder so ein Klötzle? Wie kriege ich denn das jetzt am geschicktesten hin? Gehen wir mal hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich auch noch nicht gemacht, dass ich jetzt ein Luftklötzchen setze. Klötzchen. Ein Klötzchen, Leute, oder? So. Hier will ich es hinhaben. Perfekt. Tool hätte ich jetzt nicht wegpacken müssen. Gut, aber mir passieren ständig so Kleinigkeiten. Es ist so ganz normal und es ist auch nicht verwerflich, ne? Jetzt probiere ich im Prinzip das Teil hier einfach zu schnappen. So. Und dann einmal kopieren. Komplett. Okay. Wie sieht es unten aus? Ah ja, sehr schön. Er hat ein Stück Turm mitgenommen. Das ist gut.
Das ist gut. Pass mal auf. Machen wir so. So. Dann hoch. Ne, ich sichere mir das jetzt im Prinzip hier rüber. Wir können natürlich auch noch einen zweiten Turm irgendwann irgendwo hinsetzen. Der Turm ist da. Sieht es auch alles gut aus? Jo, passt. Der sitzt jetzt schon höher, ne? Alles klar, weiter geht's. Jetzt nehmen wir die Geschichte hier weg. Perfekt, fast perfekt. Aber muss ja nicht eins zu eins perfekt sein, weil die großen Platten, die sind ja recht schnell weggeräumt. Alles klar, wie sieht denn das jetzt hier aus? Das will ich so auch nicht. Das machen wir auch noch sauber weg. Ja, wir müssen ja natürlich an den Sachen dranbleiben, die wir angefangen haben. Ich gucke jetzt ein bisschen auf die Zeit, weil ich tatsächlich drüben noch am Hauptgebäude ein bisschen was machen möchte. Okay, jetzt brauchen wir im Prinzip ein ganz klarer Fall von gelbem Schmackes. Wir brauchen längere Turmbauteile. Jetzt muss ich mal runter. Weißt du, weil so ein Tower, der sollte ja schon die Einflüge, also wenn die Flieger reinkommen, das sollte der ja schon erfassen. Alles andere macht ja wenig Sinn. Sollen wir es bis hierher? Jetzt hat er das wieder so gemacht. Ist jetzt egal, oder? Bevor wir jetzt hier ewig rummachen, lösche ich lieber ein paar Klötzle. Ah, blöd. Habe ich falsch gemacht. Habe ich falsch gemacht, ne? Den unteren Teil wollen wir ja nicht. Wir wollen nur den Tower. Pass auf, dann nehmen wir uns wieder ein Hilfsklötzle. Das machen wir weg. Da könnte es ruhig ein bisschen schneller sein, finde ich. Also hier mit dem Runterfahren und Hochfahren. Okay, pass auf. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch ziemlich genau hier gesetzt. Lass mich mal hinfahren. Ich sehe es ja nicht. La, Voucher, Voucher. Hoch, hoch, hoch. Wo sind wir denn? Alter Schwede, manchmal. Okay, pass auf. Hier. Hier setzen wir den Hilfsbaustein. Alles klar, Kopiertool raus. Ja, dieses Leuchtding will ich schon mitnehmen. Das gefällt mir übrigens sehr gut. Es ist irgendwie so eine Mischung aus dezent und geiles Leuchten, ne? Ich finde es halt richtig gut. Okay, würde ich sagen, wir machen bis hierher. Kopieren. Alles klar. Der kann ruhig hoch sein, der Tower, weißt du? Wir fahren mal näher hin. Okay. Sieht gut aus, ne? Hoch. Kann sein, dass wir jetzt dann in der Mitte hier keinen Leuchteffekt haben. Den kann ich aber nachziehen. Beziehungsweise vielleicht stört es auch gar nicht. Alles klar. Das ist es natürlich ein Riesentower. Da brauchen wir halt irgendwann auch nochmal eine Leiter nach oben, ne? Alles klar, wenn wir jetzt so nehmen, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt ist das halt ungleich hier, ne? Mit den Leuchteffekten, aber das stört mich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so arg. Ich würde fast sagen, wir nehmen den noch höher. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Wir nehmen den so hoch, wie wir halt können. Pass mal auf. Jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt muss ich allerdings. Das ist jetzt bescheuert. Das ist jetzt bescheuert. Wie mache ich denn das jetzt wieder? Pass mal auf. Wir brauchen einen Hilfsklotz. Dann müssen wir hier umschalten auf hoch. Mir fällt jetzt gerade keine bessere Lösung ein. Ja, ist okay. Ist okay. Es muss auf jeden Fall über dem Ding sein. Alles klar. So können wir es, glaube ich, machen. Das muss man halt dann nachher wieder wegzwirbeln. Aber wir können ja zwirbeln. Wir sind ja die Zwirbler. So, jetzt runter. Wie viel nehmen wir denn noch drauf? Pass mal auf, hier haben wir das so. Großer, kleiner Abstand, großer. Dann käme jetzt eigentlich meines Erachtens wieder ein kleiner Abstand. Boah, jetzt hänge ich da drüben im Ding drin. Das will ich auch nicht. Würde ich fast sagen, erstmal nur so. So? Ja. Alles klar. Ich bin so begeistert, dass das mit dem Copy-Paste so funktioniert. Da spart man sich halt eine Menge Arbeit, ne? So, jetzt nach oben. Er wird schon ziemlich hoch, ne? Ist aber der Tower vom Flughafen. Das geht ja nicht anders. Zieht ihr es rein? Zieht ihr es doch rein? Ist das nicht geil? Ich finde es der absolute Wahnsinn. Jetzt ist er auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Jetzt wirkt fast oben die Kuppel ein bisschen zu klein. So, jetzt machen wir das hier weg. Das können wir auch mit dem Kopiertool wegmachen. Ne, mit dem Kopiertool. So. Warum macht er das jetzt nicht? Ah, jetzt. Alles klar, oder? Passt doch viel besser. Die Kleinigkeiten hier zwischendrin, die mache ich dann mal separat, in einer ruhigen Minute. Ja, auch den zweiten Tower hier abreißen, machen wir dann auch in einer separaten Minute. Jetzt gehen wir nämlich rüber, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Es ist das fast zu klein da oben, das Ding, oder? Jetzt machen wir es mal fertig. Wenn es fertig ist, dann schaue ich es mir an. Vielleicht bauen wir den Turm auch hier so halb in den Felsen rein, dass nicht ganz so viel Stil da ist. Also nicht ganz so viel Säule. Dann sieht es wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. Hier sind noch ein paar Löcher, die mache ich dann, wie gesagt, in einer ruhigen Minute zu. Hier kommt ja noch ein Gebäude hin, ne? Hier kommt ein Gebäude hin, das ich gerne in den Berg reinwachsen lassen will. Dann will ich hier drin so eine Art Übergang in den Berg machen, so eine Art Halle, weißt du? Da müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen. Auf jeden Fall ist er jetzt hoch genug. Jetzt pass auf, können wir das vielleicht noch ganz kurz mal anreißen, wie das auszusehen hat dann. Genau, ich will es also auch nicht zu hoch machen, dass man rausgucken kann. Hier muss man natürlich noch einen glatten Boden reinlegen. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich es offen mache oder zu mache. Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist der Zeppelin, gell? Was macht denn der jetzt wieder hier? Ja, hier ist immer irgendwas los in der Welt. So, machen wir das weg, das weg, das weg. Ja, jetzt gucken wir es uns mal an. Pass mal auf. Jetzt gucken wir es uns mal an. Weil so rein theoretisch... Kopieren wir das mal dahin. Wird natürlich noch eingefärbt, ne? Da kommt jetzt hier wahrscheinlich auch noch so ein Leuchtrand drum. Und ich habe sogar überlegt, dass ich das ganze Ding als Leuchtrand mache. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Hier ist klar, das ist dann der Übergang. Dann drehen wir das mal auf R. Ja, ist doch super. Jetzt hätte ich natürlich hier auch nochmal hergehen können. Das ist mir schon auch klar, aber manchmal habe ich auch... Weißt du, wir spielen ja auch. Ich hätte jetzt hier nochmal hergehen können und so machen können. Dann kriegen wir eine größere Möglichkeit, das zu setzen. Dann dauert es nicht so lang. Ich vergesse sowas manchmal halt nur. So. Jo. Naja, jetzt lädt es langsam ein bisschen. Hier müssen wir natürlich wieder die Dinger reinzaubern, ist klar. Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit zuzumachen. Naja, jetzt wirkt er dann doch wieder ein bisschen pompöser. Ne? Also vielleicht können wir das einfach so lassen. Okay, hier geht es jetzt blöd aus. Das ist aber auch nicht so tragisch. Das sieht man nachher nicht mehr. So. Ah ne, das passt sogar. Ich habe nur hier die Eckpfeiler nicht gesetzt. So. Naja, wenn das jetzt eingefärbt ist, das sieht nachher schon nicht schlecht aus. Warte mal ab. Ich überlege nur, wie wir das machen mit der Farbe. Eigentlich hätte die Spitzen hätte ich abreißen sollen. Wenn ich nämlich jetzt die Spitzen beleuchte. Ah, da fällt mir noch was ein. Da fällt mir noch was ein. So, pass auf. Holen wir nochmal ganz kurz das Kopiertool raus und dann zischen wir noch rüber die letzten Minuten. Allzu viel Zeit haben wir nämlich gar nicht mehr. Dann zeige ich euch, was ich drüben noch vorhab. Am Hauptgebäude, ne? Jetzt kopieren wir aber die Ecken noch kurz rein, dann habe ich nachher nicht so viel zu tun. Wir sind ja sowieso bald wieder hier. So, das ist nämlich hier zu. Oh, den muss ich noch wegmachen hier. Haben wir dich vergessen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Seit wann sind das vier? Ah ja, hier sind es jetzt wieder nur drei. Ist halt nicht so 100% gleich, aber im Prinzip sieht man es halt fast nicht mehr, weißt du? Kann auch sein, dass ich das nochmal abreiße, das weiß ich jetzt noch nicht so hundertprozentig, ob mir das so gefällt. Das muss ich einfärben, dann sehe ich das erst, ne? So, löschen. Alles klar. Jetzt färben wir das ein, dann kommt dann drin noch ein sauberer Boden rein. Und dann ist das Ding erstmal erledigt. Jetzt will ich das mal sehen. Geh mal das Tool wegpacken, Alterle. Boah, ist das ein Riesenturm, Leute. Ist das ein Riesenturm? Jetzt ist Nacht, das trifft sich gut. Weil ich es ja sowieso von Nacht in der Nacht noch sehen wollte. Ja, vielleicht machen wir auch einen zweiten Turm hin, links und rechts. Muss man mal gucken. Da sind uns ja die Grenzen nur gesetzt, wenn wir keinen Bock mehr haben, ne? Guck dir das an. Also der Turm ist fast ein bisschen hoch, oder? Gut, das müssen wir warten. Das können wir jetzt noch nicht sagen, weil da kommt ja noch ein großer Komplex hin. Ich schätze aber, dass ich ihn um eine Etage nochmal tiefer ziehe. So, dass er halt über dem höchsten Punkt von der Insel auf jeden Fall rausragt. Das hat schon was von Bedrohlichkeit, ne? So, jetzt gehen wir aber rüber, Alterle. Zieh mal Gas. So, jetzt hopfen wir mal raus. Ob die jetzt noch da drin sind oder ob die raus sind. Mr. und Mrs. Höhle sind beide noch drin. Werden wir sehen, die nächsten zwei, drei Runden wird sich zeigen. Hier kann ich euch im Prinzip noch kurz zeigen, dass das Ding tatsächlich fertig ist. Hol mal dein Lamp raus. Geht die Lampe in der Ego-Perspektive? Geht sie nicht, gell? Wenn ich ganz rein scroll, ist das Licht immer aus. Und wenn ich rausscroll, naja. So, hier war klar, da kommen wir in die Garage rein. Da wird der Alterle sein Bock hin. Hier war letztes Mal noch offen. Das ist jetzt zu. Man kommt jetzt hier so rum. Ja, ich habe das also im selben Stil gemacht wie das Gebäude. Das sieht jetzt farblich nur anders aus wegen dem Licht. Das ist, hier seht ihr es, ne? Dasselbe Licht. Dieselbe Farbe. So, dann geht es zu dem Aufgang hier hoch. Dann haben wir gesagt, wir wollten hier frühstücken. Das Problem ist, dass hier kein Platz ist zum Frühstücken. Was ich überlegt habe, wir machen hier für den kleinen Jetpack-Hubschrauber so einen Mini-Landeplatz. Dann kann der Alterle den hier draufstellen, hier unten dann seine Autos rein. Ne? So, jetzt gehen wir darüber, da gehen wir dann praktisch hier nochmal durch. Das ist noch nicht gefärbt.
Hoppla. Und hier sind wir dann in dem Bereich, wo es weitergeht. Jetzt pass auf. Da muss ich jetzt selber nochmal gucken. Ich war noch nicht ganz schlüssig. Ich will da oben praktisch, theoretisch, gehen wir ins Baumenü, Alter, da kann ich es besser zeigen. So, pass auf. Hier oben, wo ich jetzt mit der Maus fahre, da kommt das Zwischengebäude, bevor dann tatsächlich ganz oben das Hauptgebäude sein wird. Das Hauptgebäude wird später auch hier über die Garage lappen und wird hier mittig praktisch sein zu dem Trollgefängnis, sodass praktisch der Direktor von oben alles einsehen kann. Jetzt ist die Frage, was für ein Gebäude setze ich jetzt hier hin? Ich würde sagen, die Garage, und wir bauen die um, dass man die Garage als Großraumbüro nimmt. Man kommt praktisch in die Garage rein und kommt dann hier rechts hoch auf die tatsächliche Ebene. Das würde bedeuten, ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, die nehmen wir uns jetzt, das passt schon. Das würde bedeuten, wir brauchen, also dann seht ihr jetzt halt, ich wollte das extra mal machen, dass ihr seht, wie ich das immer mache aus den Gebäuden, ne? Weil das ist ja dasselbe wie hier, nur umgefärbt und umgebaut. Ist ein bisschen tricky manchmal. So, wir haben ungefähr den Platz hier. Ich würde sagen, wir setzen es mal hier an. Dann kann ich das Gebäude schon mal kopieren. Das machen wir jetzt auch. Das müssen wir einfach so machen. Wir müssen sowieso Steine rausnehmen, Steine dazusetzen, da kommen wir nicht drum rum. Jetzt hauen wir das hier rüber. Bis hierher. Bis hierher. Den Bereich brauche ich, weil ich da andocken will, aber ich brauche ihn eigentlich nicht ganz. Also ganz links, wo es leuchtet jetzt, da reicht es immer bis hierher fahren. Jetzt kopieren wir das mal bis hierher. Was haben wir jetzt alles drin? Einen guten Teil müssen wir wegmachen. Jetzt kopiere ich mir dieses Teil hier. Und setzt es oben hin. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir nur gucken, wie man es genau. Jetzt hängt es gerade. Naja, manchmal lädt es auch ein bisschen. So. So wäre es eigentlich richtig. Da können wir die Rampe eigentlich aber auch lassen, sehe ich gerade. So wäre es richtig. Und dann will ich hier seitlich hoch. Das heißt. So. Weißt du? Dann haben wir den Bereich, dann kann man hier reinlaufen, da machen wir ein bisschen weiter zu, da kommen dann schöne Türen rein. Okay, so, was ich jetzt hier im Prinzip mache, ist nichts anderes wie, ich entferne die Klötzlen seitlich, mache ich hier zu. Hier oben entferne ich bis zum nächsten Mal die Klötzlen, dann haben wir das Gebäude dicht. Hier ziehe ich es ein bisschen zu, mache Tür rein, dann passt es. Jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir die Brücke nach oben. Die Brücke nach oben, das ist diese hier, ne? Die will ich jetzt praktisch schnappen. Und da andocken. Das will ich da andocken. Das muss dann so. Das heißt, ich brauche erstmal als Grundlage erstmal wieder ein Steinchen. So, also wenn euch das nicht interessieren sollte, wenn ihr lieber guckt, wie ich so kurz vor Vollendung mal oder so was fertig mache, dann kann ich es auch wieder umstellen. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit rein, dass ihr seht, wie ich da so rumwägel, weißt du? Pass auf, jetzt gehen wir hier praktisch bis hierher. Das ist ein bisschen knapp, da werden wir viel entfernen müssen. So. Okay, das könnte einigermaßen passen. So. Jetzt kopiere ich das mal. Jetzt müssen wir kurz gucken, ob das einigermaßen dicht ist. Ist dicht. Jetzt pass auf, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Eigentlich wollte ich es nämlich so haben, dass es so nach oben geht auf die letzte Ebene tatsächlich, weißt du? Jetzt gehen wir hier hoch. Okay. Ich fahre jetzt hier einfach mal ein Stück weiter rein. Das muss man halt dann von Hand angleichen, was jetzt nicht passt. Jetzt pass auf, jetzt setze ich das mal. Weißt du? Hier den Übergang, der ist jetzt nicht sauber, den kann man von Hand sauber machen. Sieht aber gut aus. Die Leiter unten muss dann weg. Man kommt praktisch jetzt von hier schon mal. Ich zeige es euch. Man kommt jetzt praktisch von hier rein. Geht dann hier durch. Jetzt hoffe ich, das geht einigermaßen, was ich da zeigen will. Ist ein bisschen blöd zu zeigen, aber es geht, ne? Es geht. So, und dann gehen wir praktisch hier so nach oben raus und kommen jetzt auf die letzte Ebene. Die passe ich jetzt praktisch hier an das Ding an. Wenn das Gebäude nachher so aussieht wie das und das, dann kommt hier die letzte Ebene, die wird jetzt komplett erhöht und vorne zugemacht. Das heißt, das Teil ist ein bisschen im Schatten von der Ebene. Das untere, ne? Das, wo jetzt schon gelb gefärbt ist. Und ganz oben drauf kommt dann im Prinzip eine Mischung aus diesen Gebäudeteilen. Wahrscheinlich dasselbe Gebäude, nur in dreifacher Größe, über die komplette Ebene. Was weiß ich, was wir uns da einfallen lassen. Ne? Können wir mal gucken. Da fällt uns bestimmt einiges sogar ein. Sieht man den Turm von hier fast? Und wir sind zeitlich schon wieder an einem Punkt. Ne? Ich mache jetzt dann langsam Schluss. Wenn wir das nächste Mal auf der Welt sind, werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass das Gebäude schon mal angepasst ist. Dann schauen wir nochmal die Zellen. Na ja, guck mal, der Turm. Der Turm, das ist schon geil von der Höhe. Ein bisschen tiefer mache ich ihn, aber nicht viel. Ne?
Alles klar. So viel von Wautschkadrass, Leute. Wie gesagt, morgen entweder dritte Themenwelt oder ein Themenclip. Und spätestens übermorgen sind wir auf der Rennstrecke wieder, machen da wieder ein Stück weiter, ne? Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Wenn Fragen sind, fragt. Wenn ihr Anregungen habt, sagt ruhig Bescheid. Mich interessiert am meisten, wie es euch gefällt bisher, ne? So, bis denn.